Oberösterreich kocht wird Ihnen präsentiert von Haker Küche und Maximarkt. Herzlich willkommen zu Oberösterreich kocht. Schön, dass Sie mit dabei sind. Für Sie kocht heute Christian Göttfried von Essen, Trinken, Schlafen Göttfried in der Linzer Altstadt. Schön, dass du da bist. Ich sage danke für die Einladung. Ja. Wieso? Was machen wir denn? Heute machen wir ein Polenta-Schnitte mit ein paar herbstlichen Pilzen. Ja. Und dazu machen wir uns ein bisschen Erbsenschamsuppen oben drüber. Mhm. Ein bisschen Lardo dazu, frische Kräuter. Und dann können wir eigentlich schon voll loslegen. Ist richtig, da halbe Zwiebel ist das Mai, glanzvoller Auftritt. Genau, aber das für Suppe, also da praktisch. Das ist ja wurscht, danke. Einer von uns zwei schneidet besser als ich. So, sag's mir dir mal. Das bist du. Schau, einmal 250 Milliliter Milch, 50 Gramm Polenta, immer 1:5. Da rühren wir das gleich zusammen für unsere Polenta-Schnitten. Schauen wir aus, sehr gut. Ein bisschen Salz. Etwas Muskatnuss, den haben wir, glaube ich, da wieder aufgekramt. Muskat hast du weggekramt? Ja, den habe ich, glaube ich, wieder. Schau her da. Da ist er. Danke sehr. Du, gern geschehen. Hat du ungläubiger Thomas. Jetzt schau mal, wie ich heute das geschnitten habe. Heute ist ein Wahnsinn. Heute ist gut, gell? Unglaublich. Gut, das haben wir. Genau, du kannst mir gleich die Pilze dann einfach zusammenschneiden, in irgendeiner Größe, wie du magst. Die schwitzen wir dann gemeinsam an. Die Strunksachen im. Die kannst du ruhig oben lassen. Okay. Was? Oben, ja, sowieso. Das ist ja nicht schlecht. Das sind jetzt, das sind Wiesen-Champignons, oder? Genau, das sind jetzt normale braune Champignons. Da können Sie auch, wenn Sie noch ein paar Steinpilze finden irgendwo, wäre das noch möglich, dass man die hernimmt. Und da, was haben wir da? Kräuterseitlinge? Das sind Kräuterseitlinge, genau. Einfach so eine schöne bunte Mischung. Heuer, glaube ich, war es sowieso gut. Schwammerl, ja, gell? Viel Feuchten, viel Wärme. Bist du ein Schwammerlsucher? Ich bin eine große Schwammerlsucherin, ja. Und Schwammerleinkocherin und überhaupt, ich mag Schwammerl sehr, sehr gern, ja. Das ich finde es eigentlich nur im Großmarkt. Da tun wir es uns ein bisschen schwer anzusuchen. Ja, ich bin nicht der große Schwammerlsucher. Oder sind sie nicht giftig, das passt. Da habe ich die Erbsen, da habe ich jetzt gleich den Zwiebel dazu von dir. Das riecht super. Ein bisschen Zucker geben wir zu den Erbsen dazu immer. Ich hoffe, das ist Zucker. Jawohl. Ich habe einmal gelesen, dass man Schwammerl nicht am Abend essen sollte. Okay, nein. Weil es sind Nachtschattengewächse und die blähen immer ganz gern. Wirklich? Also ich darf nicht sagen. Ja. Die Schwammerl darf man nicht auf Nacht essen, okay? Angeblich. Sollte man nicht. Ich esse mein Schwammerlgulasch immer am Abend, nachdem ich es frisch aus dem Wald geholt habe und dann zubereitet. Also ich habe noch nicht schlecht geträumt von den Schwammerl. Ja, träumen tust du ja nicht schlecht, wenn du das hast, dann träumt. So, mehr, weniger, passt das? Das passt super. Ja. In unsere Erbsen. Du jetzt noch einmal den Weißwein rein, was wir vorher schon mal gehabt haben, das ist einfach Weißwein reduziert. Ich liebe das einfach, das ist Weißwein reduziert. Weißwein reduziert, weil das hat man einfach, dann ist der Weißweingeschmack einfach nur die Weinsäure, die man dann gern für die Sachen einfach braucht. Könnte man mit einem Essig auch helfen? Könnte man mit einem Essig, ist natürlich aber natürlich nicht einmal annähernd so fein. Das Möhrebrot, haben wir da eh keine Gefahr da oben? Nein, gar nicht. Das können wir sogar schon rausnehmen. Auf einen Teller, oder? Ich würde sagen, wir streichen das jetzt einfach auf so ein schwarzes Blech am Rand drauf. Das nehmen wir da raus. Da haben wir ein ganz bisschen Öl drauf. Perfekt, das verschneiden wir ein bisschen. Und jetzt einfach so am Rand so ein Stückchen hin, dass wir dann noch einen schönen Schnitten auseinander können. Das läuft aber gut.
Du Polenta, du bist ja gebürtiger Steirer. Polenta ist bei euch in der Steiermark überhaupt sehr beliebt, oder? Polenta ist bei uns natürlich sehr beliebt, das stimmt. Ja, die gibt es in verschiedensten Varianten. Genau, Sterz. Eigentlich gibt es einen Zusatz zu dem Sterz. Wir haben früher so gesagt, dass wir, warum der früher bei uns Türkensterz oder Türkensterz geheißen hat, weiß ich ehrlich so gar nicht. Die sind ja nicht so tragisch, so war ja einfach früher so. Yeah. Entweder wir den gegessen haben, aber es war ja eigentlich in der Steiermark ein Grundnahrungsmittel in Wirklichkeit. Ach so? Sterz. Wir haben den auch gekriegt, zum Beispiel süß mit Rosinen und Kaffee dazu. Ja. Also, aber ich mag Polenta sehr, sehr gern. So, bitte. Gut so. Perfekt. Und jetzt? Jetzt stellen wir ihn ganz kurz beiseite, dass er ein bisschen auskühlt. Gut. Und das braut man sich dann in der Pfanne an. Tut er das schon mal einweichen, dann ist es nachher nicht so schwer zu haben. Perfekt. Oder? Jetzt habe ich bei dem Polenta den Safran komplett vergessen. Das ist nicht so gut. Das wurscht, heute halt einfach in die Erbsensuppe, meine ich. Ich wollte eigentlich einen Safran rein tun, damit er gelber wird, aber der ist eh so gelb geworden. Aber, so aber wenn, wir schon, wenn wir schon da haben, einen Safran, dann tun wir jetzt beinahe in die Erbsensuppe, meine ich. Was entsteht aus Gelb und Grün? Wir werden sehen. Das wird schon gut werden. Das wird schon gut, sowieso wird das gut. So, das tue ich mal zur Seite, das tue ich auch zur Seite. Das wird dann so ein ganz leichter indischer Touch. Wie der Kamelhaarpulli. Mein norwegischer Kamelhaarpullover. Du hast gesagt, dir gefällt er. Ja, der ist sensationell. Ich bin früher so Ski gefahren, wie der Teufel mit dir. Ja. Papa ist auch früher so Ski gefahren, meiner, ja. Mit einer Jethosen. Genau. Glaube ich, gell? Genau. Aber jetzt habe ich letztens gesehen, dass es wieder gibt, so Jet- und ja, Steghosen. Das ist total alles wieder gekommen, modern gell? Wieder, bitte. Mir ist das fast ein bisschen zu figurbetont, wenn ich ehrlich bin. Aber wirklich? Ja. Wohl du fast, kannst ja leisten. Also Wahnsinn, das wer leisten kann, dann wohl du. Genau, so schaut's aus. Die Muskatnuss räume ich weg oder lasse ich sehr gerne, die Muskatnuss räume ich weg. Jetzt tun wir gleich direkt die Schwammerl anbraten. Und die habe ich da schon vorbereitet. Ach, Safran-Erbsensuppen, das ist wirklich wieder was Lässiges. Naja, aber schau, das kannst du ja dann gleich auf die Karten tun. Ja, dann sagen wir, es ist ein Klassiker von irgendwoher. Aus deiner Heimat. Wo aus der Steiermark bist du eigentlich? Aus Zeltweg. Zelt, ah, schau ja. Aber man merkt es nicht. Bisschen Zitronen für die Frische. Aber es schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Naja, dann. Das braten wir jetzt mit Olivenöl Keine an. Butter? Nein, Butter geben wir dann nur ganz ein kleines Fuckerl am Schluss noch dazu. Soll ich die schon reingeben? Wenn es heiß genug ist. Das schaut ziemlich schaut gut aus, ja. So, ja, da. Das kann alles sein. Jetzt lassen wir ganz wenig Farbe angehen, da geben wir ein bisschen Butter rein. Ich schneide einen frischen Petersilie jetzt an. Etwas Knoblauch haben wir noch da. Das riecht aber sehr gut. Also eigentlich glaube ich sogar, dass in Erbsensuppen, das hat eigentlich für mich immer der Safran gefällt bis jetzt gekommen. Stimmt. Jetzt. Aber wir wollten tatsächlich in Polenta rein. Ja. Wir haben übrigens heute für Sie etwas zu gewinnen, und zwar ein Oberösterreich-Kocht-Kochbuch, wo unsere drei Köche die besten Rezepte für Sie gesammelt haben, und wir haben es zusammengefasst, erschienen im Trauner Verlag, ist im aktuellen Buchhandel auch erhältlich, und wir verlosen heute ein Exemplar, und falls Sie Lust haben, dann schicken Sie uns eine Mail, warum gerade Sie gerne dieses Buch gewinnen würden. Und du kannst dann gleich unterschreiben, oder? Sehr gut. So, das ist jetzt das Fuckerl. Genau, ein bisschen Butter. Ja. Jetzt geben wir da dazu ein bisschen Knoblauch und sehr schön. Petersilie. Ja, ja. Da haben wir schon geguckt. Ja. Und während unsere Sachen da so schön vor sich hin köcheln, machen wir eine ganz kurze Pause und sind gleich wieder da mit Oberösterreich kocht. Ich hol schon einen Feuer, schau. Die ganze Woche billig. Sparen Sie die ganze Woche lang bei Maximarkt. 25% auf alle Biere. Zum Beispiel Zipfermärzen. Aktionspreis per Kiste 16,80 Euro minus 25%. Das sind nur 12,60 Euro. Maximarkt ist entstanden. Entdecken Sie die Haka Jubiläumsküche in 8 verschiedenen Farben und zum Fixpreis von 11.490 Euro exklusive Gerätepaket.
Diese limitierte Hakerküche mit Anti-Fingerprint-Oberfläche ist nur noch bis Ende des Jahres erhältlich. Mehr dazu auf hk.at. Gleich geht's weiter mit Gmundner Milch. Im Original Gmundner Keramikdesign. Oberösterreich kocht wird Ihnen präsentiert von Hakerküche und Maximarkt. Ja, und willkommen zurück bei Oberösterreich kocht. Schön, dass Sie mit dabei sind. Christian Göttfried hat ein Gericht aus seiner Heimat, aus der Steiermark mitgebracht. Es gibt Sterz oder Polenta mit wunderbaren Schwammerl dazu und eine Erbsen-Safran. Soße, Suppe, keine Ahnung, mal schauen, was draus wird. Ein bisschen Salz bitte noch in die Schwammerl rein. Ist das eher Salz? Nein, das ist der Zucker. Gut, dass ich gekocht habe. Perfekt. Magst du Pfeffer auch? Gern. Schau, wie schön. Die Schwammerl haben wir gemacht mit Olivenöl, mit ein bisschen Knoblauch, mit Petersilie. So eine Mischung aus Wiesenchampignons haben wir genommen und Kräuterseitlingen. Genau, da haben wir jetzt noch ganz wenig Limette dazu, bitte. Mhm. Perfekt. So. Den Polenta kannst du schon schneiden, wenn du magst. Den haben wir auskühlen lassen. Schneiden auf. Genau, so dünne, das ist perfekt. So? Mhm. Und das zweite auch so? Genau, und das dritte ist dann auch so, weil dann gibt es keinen Abschnitt. So. Genau. Und dann was? Soll ich es nochmal? Dann braut man das da drinnen an. Aber soll ich es so dritteln oder halbieren? Nein, das kann ruhig so lang sein, das ist ja tragisch, ja. Tu es rein. Genau. Na dann, wenn du das sagst. Ups. Perfekt. Dann mixe ich gleich die Erbsensuppen. Das ist spitze, brauchen wir am Schluss noch ein bisschen schauen. Ja. Die Polenta gebe ich wieder mal zu oben dran. Ja. Mhm. Ja, super ist das geworden. Das ist das jetzt so angebrändelt? Vielleicht haben wir da noch ein bisschen. Ah, das passt schon gut so. Gut, das sind jetzt zwei Teile. Einen frei. So, ne? Ah, das hast du jetzt geschickt gemacht. Jetzt hast du mir die Paletten da gegeben, weil das am Grund ist, das Zeug. Okay, das sind jetzt, auf einmal sind das auch zwei Teile. Siehst du? Ja, so schaut es aus im Schlecken aus. Da. Aber du hast natürlich sowas wie wenn es einer, ja? Mhm. Perfekt. Da kommt jetzt auch schon ein Lardo, den haben wir sich schon vorgeschnitten. Lardo ist was, genau. Lardo, das ist nur der fette Speck. Einfach gleich wird es das trinkst du es drüber. Mm. Darf ich den so roh kosten? Ja, freilich. Wo kriege ich sowas Tolles? Bei Maximarkt und wo? Beim Maximarkt und auch bei ganz vielen kleinen Bauern und Hersteller. Lardo hat sehr viel Omega-3-Säuren in Wirklichkeit. Das ist überhaupt nichts Tragisches. Schau her. Jetzt richten wir sich die Schwammerl da oben drüber mit dem Petersil. Am liebsten ist ich ja zum Lado so eine Safran-Erbsensuppe. Schau her. Sehr schön. Da kommt jetzt noch ein kleines bisschen Petersil drauf, bitte, wenn du so gut bist. Mhm. So. Ich hab schon. Barrik. So. Weltklasse. Tada! Das schaut wirklich gut aus. Magst du zusammenfassen, was du uns gezaubert hast? Ja, da haben wir jetzt Polenta geschnitten. Mhm. Probieren Sie aber trotzdem zu Hause im Polenta mit Safran zu machen, aber der Geschmack wird dann sehr ähnlich sein, glaube ich. Ja. Da haben wir eine Scheibe Lardo. Der Lardo schmilzt natürlich auf der Abwärmen. Polenta-Schnitte. Ein paar gemischte Herbstpilze haben wir da dazu gegeben. Und
Erbsenschaumsuppe. Und in diesem Sinne wünschen wir Ihnen Mahlzeit und viel Spaß beim Nachkochen. Schicken Sie uns das ein oder andere Foto davon, zum Beispiel auf Instagram, da können Sie uns auf LT1 folgen und da würden wir auch das ein oder andere Foto ganz gerne von Ihnen veröffentlichen. Und das letzte Wort gehört dir, bevor es ans Verkosten geht. Ja, ich freue mich aufs Verkosten. Wir sehen uns nächste Woche. Danke sehr, auf Wiedersehen. Dankeschön. Du fängst an, natürlich. Das schaut immer wirklich schön aus und eine gute Idee. Schau her, ich tue das so. Und brauchen wir vielleicht ein Messer für den Nadel oder sonst? Warte mal. Die habe ich auch. Wow. Meinst du, ist gut? Wie die Schwammerl geschnitten sind, ein Traum. Gell? Aber erst diese Safran-Erbsensoße, das ist ja wirklich das Beste überhaupt. Was habe ich da? Ein Kabel da. Sehr gut. Wirklich gut. Schönes, herzliches Gericht. Ganz toll. Dankeschön. Herzlichen Dank.